Herzlich willkommen bei Schwagers Barbecue. Moin! Heute machen wir was richtig, richtig Geiles im Topf. Ganz genau. Wir haben uns überlegt, wir machen passend zur Jahreszeit mal was Besonderes und wir nehmen Schweineherzen und machen da ein richtig leckeres Gulasch draus. Genau, richtig. Kein Ragout, sondern ein richtig geiles Gulasch. Und Leute, welche Zutaten wir dafür brauchen, seht ihr jetzt in einer neuen Folge von Schwagers Barbecue. Viel Spaß beim Zuschauen. Folgende Zutaten werden heute benötigt. Wir haben hier 6 wunderschöne Schweineherzen. Die sehen wirklich, wirklich toll aus. So, und dann natürlich auch ordentlich Gemüse. Wir haben hier ein paar Zwiebeln, wir haben Möhrchen, wir haben Champignons, etwas Sellerie, wir haben Fond, Crème fraîche, etwas Wein dazu, Rotwein, Salz, Pfeffer und ein bisschen Butaris, um das Ganze schön anzubraten. Und natürlich noch einen Topf dazu. Und mehr wird eigentlich auch nicht mehr benötigt. So, nachdem wir den ersten Ringschauer jetzt mal schön abbekommen haben, kümmern wir uns jetzt um unsere Herzen. Die sehen richtig gut aus, die sind vorpariert. Das Gröbste ist alle rausgeschnitten. Hier und da ist man noch so ein kleines Grinsel drin. Und hier ist, ich weiß gar nicht, was das für eine Arterie ist oder wie auch immer. Das schneiden wir jetzt raus. Machen wir hier mal so einen beherzten Mittelschnitt. Ja. Ja, und dieses Stückchen, das schneiden wir jetzt raus. Und ich glaube, das schmeckt wie alte Schuhsohle. Und ansonsten ist dieses Herz mit so einem kleinen Fettkranz versehen. Das lassen wir dran. Und alles, was an zusätzlichen Kleinteilen hier dran ist, Sehnen und so weiter, weil es ein Schmorgericht ist und weil das Ding aus purem Kollagen besteht, ist der einzige Muskel, der die ganze Zeit pumpt, lassen wir das einfach so, wie es ist. Machen jetzt schöne Portionsstückchen daraus. Ich sag mal, nicht zu klein. Dass man auch was im Mund hat später. So. Die Größe ist wunderbar. Und das machen wir jetzt mit allen anderen Stückchen. Und ja, dann sehen wir uns am Dutch Oven wieder. Wir gucken uns einfach mal hier so ein Stückchen Schweinefleisch an. Das ist ein purer Muskel. Das ist ein ganz mageres Fleisch. Das ist herrlich. Einfach, also es fühlt sich ganz toll an. Ich habe damit noch keine Erfahrung. Slava hat schon mal in Kasachstan, wo er gebürtig herkommt, die ersten Erfahrungen gemacht. Und Innereien gegessen. Ich bin einfach gespannt, wie das schmecken wird. Ich freue mich da ehrlich gesagt drauf. Es ist eine Mischung aus Vorfreude und mal gucken, wie es wird. Aber es riecht nach einem mageren Stück Schwein. Also nicht irgendwie nach Stall oder so. Und macht Vorfreude auf mehr. Und jetzt schneiden wir den Rest zusammen. Und dann geht's weiter. So Leute, der Topf ist da, die Kohlen sind durchgeglüht, die haben wir einfach reingeschüttet und jetzt stellen wir den Topf einfach drauf, ordentlich mal für Stabilität sorgen und dann kann sich der Topf auch aufwärmen. Und in der Zeit nehmen wir einen ordentlichen Löffel die Butaris raus, richtig schön Schmalz, so, und mit denen braten wir jetzt gleich die Herzen an. So einen guten Löffel reicht erstmal für den Anfang. So, da kommt hier ordentlich Fett rein und der Topf wird jetzt in der Zeit ja langsam warm. Wir sorgen für die gleichmäßige Verteilung vom Fett. Ausgezeichnet. Mittlerweile ist es etwas dunkler geworden. Deswegen hoffen wir, dass ihr auch ein bisschen was sehen könnt gleich. So Leute, wir gehen davon aus, dass der Topf jetzt heiß genug ist. Das testen wir aber auch ganz normal mit so einem kleinen Stückchen. Und wenn das die Geräusche macht, dann ist der Topf soweit. Und jetzt können wir peu à peu, Stück für Stück, unsere Herzen, die wir uns hier alle komplett zurechtgeschnitten haben, hier in den Topf reinpassieren lassen. Oh ja, so muss das klingen. Genau so. Wir breiten jetzt alle nach und nach von allen Seiten ordentlich an. Wir wollen richtig schöne Röstaromen haben. Wir wollen richtig Geschmack drin haben. Das machen wir mit den ganzen Herzen, die wir jetzt hier zurechtgeschnippelt haben. Und dann kommen wir zum Gemüse über. So Leute, wir haben etwas umdisponiert. Natürlich sind die Kohlen hier in der Weberkugel total ausreichend. Aber weil es uns natürlich nie schnell genug geht und nie heiß genug ist,
haben wir gedacht, wofür ist denn unsere Feuerstelle hier? Nur zum Warm machen ist nicht. Also haben wir jetzt just alles hier umgearbeitet oder unseren Plan etwas geändert und brutzeln das Ganze hier an. Wir kommen jetzt zum Gemüse. Alles ist mittlerweile, was wir vorhin erwähnt haben, ist vorgeschnitten, klein geschnitten. Es ist noch nichts gewürzt. Wir brutzeln trotzdem das ganze Gemüse jetzt nach und nach mit an. Immer mal schrittweise und die Herzen bleiben weiterhin im Topf drin. Da dieser groß ist, ist noch absolut Platz da. So, und wir werden jetzt alles, was wir vorgeschnippelt haben, nach und nach anbrutzeln und dann sehen wir uns wieder. So, die Herzen, die brutzeln hier fröhlich vor sich hin, das Gemüse ist da. In der Zwischenzeit haben wir schon eine Packung Tomatenmark hier reingeknallt und ordentlich mit anbrutzeln lassen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir einfach schön salzen. Bei der Menge kann auch ruhig ordentlich was drauf. Dann folgt noch eine schöne Spur frisch gemahlener Pfeffer. Mäusepfeffer? So, dann rühren wir mal zwischendurch um. Und wir werden zum Schluss das Ganze auch noch ein bisschen mit Lorbeerblättern verfeinern. Jawohl, so muss das sein. Also der Pyro, der macht hier seine Arbeit auf jeden Fall sehr gut. Und dann haben wir hier noch zwei Packungen Fond, Gemüsefond und ein bisschen Rinderfond. Einmal, zweimal kommt gleich. Und dann haben wir hier noch so einen halbtrockenen Rotwein. Was ganz was Edles, nehmt das, was euch schmeckt, aber ich sag mal so, das meiste verkocht und gibt eine schöne Geschmackstiefe. Und da kommt jetzt, oh, ich denke mal, gut die ganze Pulle rein. Jo. Klopp, 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 klopp. Oh, Leute, das ist doch mal hier ein Traum, das sieht herrlich aus. Ein toller Duft kommt hier schon hoch. Und das Ganze lassen wir jetzt einfach nur köcheln, köcheln, köcheln. Ich denke, ich werde den Gemüsefond auch noch reingeben. Und dann werden wir das Ganze einfach hier in unseren Weber tun. Da hat Slava eben gerade noch mal Kohle nachgelegt, das zeigen wir euch gleich. Und da lassen wir das Ganze einfach richtig schön runterkochen, reduzieren, immer mal wieder umrühren, gegebenenfalls mit etwas vorverfeinern und aufgießen. Ein bisschen lassen wir auch übrig. Und den nächsten Schritt, den zeigen wir euch gleich wieder. Herrlich! So, bevor uns das hier überkocht, kommt es jetzt hier vorne rauf. Wir haben jetzt ein paar Kohlen unten gelassen. Dann lassen wir gerade. Jo. So, ein paar Kohlen sind unten und die restlichen werden wir jetzt gleich außen verteilen. Wo ist denn der Deckel abgeblieben? Jo. So, tschüss, bis gleich. Und dann werden wir uns jetzt einfach hier noch ein paar Bröckchen nehmen. Für eine gewisse Oberhitze. Ich brauche neue Handschuhe, glaube ich. Kein Stück heiß. Wir machen da jetzt keine Raketenphysik draus. Einfach, dass wir eine dezente Oberhitze haben. Und weil es wahrscheinlich gleich wieder anfängt zu stibbeln, machen wir den Deckel drauf. Tschüss. Und das Ganze lassen wir jetzt schön einreduzieren, köcheln, ab und zu mal umrühren. Und ich würde sagen, zum Zwischenfazit holen wir euch wieder dazu. So, es sind 1,5 Stunden vergangen. Wir wollen natürlich zwischendurch mal reinschauen, wie das aussieht und ob wir noch mehr Flüssigkeit da drin brauchen, weil es kocht natürlich auch ein bisschen immer was weg. Und so, haben wir kurz drunter gegriffen. Oh, das sieht super aus. Und es riecht wirklich fantastisch. Es riecht super, super lecker. Ich versuche mal hier noch ein bisschen Feuchtigkeit reinzubringen. So, einen Moment. Decke weg. Restlichen Fond noch dazu mit aufgießen, und sollte das zu wenig sein, haben wir noch ein bisschen Rotwein, das können wir dann auch noch auffüllen. Das lassen wir jetzt weiter köcheln. So, mal kurz durchrühren. Oh, sieht wunderschön aus und es riecht so geil nach Rotwein und nach Schweinefleisch. Das ist richtig, richtig lecker. Mann, ich würde am liebsten jetzt schon probieren. So. Aber Decke wieder zu und wir sehen uns, denke ich mal, nach einer Stunde wieder. So, 2,5 Stunden sind rum und wir gucken mal rein.
Es riecht fantastisch. Hört ihr das Blubbern? Pause, man sieht nichts. Richtig, richtig gut. Wir haben jetzt hier noch so ein schönes Pöttchen Schmand. Ne, Creme Fraiche ist es in diesem Fall. Stopp mal bitte. Die Kamera hat gerade geschwitzt. Geschwitzt? Man sieht gerade gar nichts. Ja, das ist das leidige Thema im Winter, ne? Mhm. So, wir packen jetzt hier auf jeden Fall noch die gesamte Menge an Schmand rein. Oh, das sieht super aus. Falls ihr was sehen könnt, also stellt euch vor. Warte mal. Ich filme dich mal, das hat ein bestimmtes Shining. So, jetzt. So. Also. Wir haben jetzt hier 2,5 Stunden gewartet. Unser Gulasch ist fertig. Ich spüre beim Umrühren einen gewissen Widerstand. Das heißt, das Fleisch, ja, das hat noch, das ist nicht schlonzig, rotzig, weich, aber das macht nichts. Wir haben trotzdem richtig Hunger. Ich probiere mal gerade das Süßchen. Oh, absoluter Knaller. Schöne Rotweinnote, richtig tiefer, intensiver Geschmack. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal einen Teller und dann wird gemeinsam probiert. Geil. Richtig geil. So, es hat lange gedauert. Es ist richtig ordentlich kalt geworden. Deswegen haben wir auch die ganze Zeit hier die Feuertonne noch mit an. Und wir freuen uns aufs Probieren. So ist das. Löffel in der Hand. Genau. Und aus dem Topf raus, ne? So muss das. So, warte mal. Ein bisschen Süßchen. Dass es nicht zu groß ist. So. Prost, ne? Zum lass uns nicht länger verstimmt sein. Ich glaube, das wird heiß sein. Mhm. Traust du dich? Okay. Mm. Ist das geil, oder? Hm? Ey. Die Soße ist richtig, richtig kräftig. Die hat richtig Bums, ey. Super reduziert. Super geil. Das Fleisch, also für mich ist es eine absolute Premiere. Ich kenn's schon, ja. Ich wollte gerade sagen, Slava kennt es schon bereits, aber Donnerwetter. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ich das am besten beschreiben würde. Also es hat einen gewissen Biss. Von der Konsistenz vor, ne? Ist es, falls es jemand kennt, wie die Hühnermägen, nur etwas weicher. Mhm. Etwas weicher, aber ich sag mal so, diese Konsistenz kommt mit dem Hühnermagen, ne? Der gekocht ist vielleicht. Aber mit einem ganz tollen, super runden Schweinearoma. Super geil, ja. Und die Soße. Ich aufhören zu löffeln. Ich wollte sagen. Nacht. Nachbar macht die Schotten zu, es wird so lecker. Leute, ganz ehrlich. Super lecker. Hat, also wenn man dieses Kopf ausschalten kann, man isst ein Herz, aber es ist ein ganz, ganz tolles Fleisch, es lohnt sich auf jeden Fall und in dieser Art von Zubereitung ist es auch echt weich, aromatisch. Wenn man es jetzt zerrupfen möchte, müsste man es wahrscheinlich noch etliche Stunden weiter köcheln. Letztendlich ist das ein Muskel, der dauerhaft arbeitet, der die ganze Zeit arbeitet, da ist kaum Fett drin, das ist ein reiner Muskel. Da ist richtig Arbeit drin, deswegen ist das ja auch etwas fester. Mhm. Also erwartet nicht sowas Pulled Pork-artiges oder sonstiges. Aber aromatisch. Mhm. Feinstes Thema. Genau das Richtige für dieses Wetter hier. Das Gemüse ist super lecker. Ja. Ich habe eben so ein paar Möhrchen und sowas mit abgegriffen. Super geil. Nach dieser Zeit sowieso durchgekocht und es ist einfach nur einsame Spitze. Also unsererseits absolute Empfehlung. Absolut. Und falls ihr es mal nachmachen wollt, ihr findet die Zutaten, die wir verwendet haben, unten in der Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mal mit einem Daumen nach oben. Macht es nach, schreibt uns einen netten Kommentar. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. So ist das. Also, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Ciao.